Die Rettungsgasse im dreispurigen Bereich muss zwischen dem linken Überholfahrstreifen und dem mittleren Fahrstreifen gebildet werden. In diesem Fall hatten wir aber das Problem, dass sich ja schon auf dem Hauptfahrstreifen und dem mittleren Fahrstreifen starker Lkw-Verkehr befand. Die Lkw sind nicht so beweglich wie Pkw, kamen also nicht so weit nach rechts weg, wie es erforderlich gewesen wäre. Die Pkw-Fahrer haben sich auch nicht an die Vorgaben gehalten, in jedem Falle. Dadurch hatten wir eine sehr enge Rettungsgasse. Man kam vielleicht noch mit dem Pkw durch, aber größere Rettungsfahrzeuge wie Krankenwagen, Feuerwehr, Rüstwagen und so weiter, die hatten natürlich schon erhebliche Schwierigkeiten. Wir hatten arge Schwierigkeiten, mit unseren Einsatzfahrzeugen hier zur Einsatzstelle zu kommen. Selbst kleine PKWs der Autobahnpolizei kamen nicht durch diesen Einsatz bzw. durch die Rettungsgasse durch. Und diesbezüglich sind die Autofahrer natürlich da mehr gefordert, die Rettungsgasse zu machen, weil das uns da nicht immer jedes Mal die Zeit verstreicht bis zur Einsatzstelle, um dort endlich mal tätig werden zu können. Mein Appell: Rettungsgasse von Beginn an so weit wie möglich nach links im äußeren linken Fahrstreifen und im mittleren Fahrstreifen so weit wie möglich nach rechts. Nicht erst, wenn wir kommen, und nicht wieder verschließen, wenn das erste Einsatzfahrzeug im Endeffekt durchgefahren ist, sondern die Rettungsgasse sofort zu bilden und dann auch dabei belassen und nicht über den Vordermann versuchen, noch einmal irgendwelche Blicke vielleicht zur Einsatzstelle zu bekommen und das Fahrzeug wieder in die Rettungsgasse reinzuziehen.